Hi Leute, hier ist wieder Christian und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem ich euch heute einen Benchmark, aber auch Performance-Vergleich zwischen dem Huawei P8 Lite 2017, das seht ihr übrigens auf der linken Seite komplett in schwarz gehalten, und auf der rechten Seite dem Samsung Galaxy A5 Modelljahr 2017 zeigen möchte. Beide Modelle werden durch die Hersteller im Mittelklassebereich positioniert, das heißt, man findet nicht unbedingt die beste Hardware in den Geräten, aber natürlich auch nicht die schlechteste Hardware, und wir bewegen uns hier in einem Preisbereich zwischen 240 und 430 Euro. Das bedeutet, auf der linken Seite das Huawei P8 Lite, Modelljahr 2017, kostet 239 Euro, auf der rechten Seite das Galaxy A5 fast 200 Euro mehr, nämlich 430 Euro. Wir werden in dem Video feststellen, wie die Performance beider Geräte ist. Ich werde am Anfang, und zwar im ersten Teil des Videos, ein paar Screenshots von Benchmarks zeigen, die ich habe durchlaufen lassen, unter anderem Geekbench 4 und auch Antutu, und ich habe aber auch einen SD-Karten-Benchmark gemacht, das heißt, wir sehen, wie schnell die Zugriffszeit auf die SD-Karte ist, also auf die Micro-SD-Karte, weil man ja beide Geräte mittels einer Micro-SD-Karte auch erweitern kann. Und damit gehe ich mal in die Galerie und rufe das Ganze auch schon auf, damit das Video nicht allzu lange dauert. Und im zweiten Schritt werde ich diesen sogenannten Performance-Test machen. Das heißt, ich werde nacheinander 8 Apps starten und schaue am Ende einfach mal nach, wie lange die ganzen Geräte oder die beiden Geräte benötigt haben, um die jeweiligen Apps zu öffnen. Ihr seht es, im Moment habe ich den Screenshot von Antutu geöffnet. Auf der rechten Seite haben wir 59.000 Punkte, auf der linken Seite 55.000 Punkte. Da gibt es immer Schwankungen, plus, minus 10% oder 15%. Im Grunde genommen liegen beide Geräte auf einer Stufe in diesem Benchmark. Wir haben bei beiden Geräten 3 GB Arbeitsspeicher, wir haben einen Octa-Core an Bord und wir haben auch eine Mali T830 Grafikeinheit. Auf der rechten Seite beim Galaxy A5 haben wir den Exynos 7880 verbaut. Der taktet mit maximal 1,9 GHz pro Kern. Auf der linken Seite haben wir den Huawei eigenen Prozessor, den HiSilicon Kirin 655. Der taktet mit maximal 2,1 GHz bzw. die etwas schwächeren Kerne mit 1,7 GHz. Mittlerweile sind wir beim Geekbench 4 angelangt. 760 auf der rechten Seite, 780 auf der linken Seite im Single-Core-Score. Das heißt, die einzelnen Kerne auf dem Huawei P8 Lite werden etwas stärker sein. Auf der rechten Seite sieht man aber auch, dass die Multicore-Power auf dem Galaxy A5 minimal stärker ist als auf dem Huawei P8 Lite. Aber auch hier gilt, das ist alles wirklich nur objektiv, subjektiv. Und das habe ich die letzten paar Tage ausprobiert. Nehmen sich eigentlich beide Smartphones so gut wie nichts. Interessant wird es dann hingegen, wenn ich mir mal die Lese- und auch Schreibgeschwindigkeiten anschaue, was SD-Karten und auch interner Speicher angeht. Ihr seht im oberen Bereich SD-Karte auf dem jeweiligen Gerät. Und wir haben hier beim Huawei P8 Lite eine Lesegeschwindigkeit von 41 Mbit die Sekunde, während wir auf der rechten Seite ganze 67 Mbit beim Galaxy A5 haben. Schreibgeschwindigkeiten links mit 43 Mbit und auf der rechten Seite mit 48. Das heißt, hier sind wir relativ nah beieinander. Allerdings ist die Lesegeschwindigkeit von der SD-Karte auf dem Galaxy A5 doch deutlich höher. Wir können uns auch mal den internen Speicher anschauen. Hier haben wir 121 Mbit beim Lesen auf dem P8 Lite 2017. 125 auf der rechten Seite beim Galaxy A5. Das unterscheidet sich auch kaum. Allerdings sind hier auch wieder Unterschiede zu sehen bei der Schreibgeschwindigkeit. Das heißt, Daten werden auf der rechten Seite beim Galaxy A5 etwas schneller geschrieben, nämlich mit 65 Mbit gegenüber 45 Mbit beim P8 Lite. Und wenn wir uns nochmal das Speichermanagement RAM ganz unten anschauen, sehen wir 5700 bzw. 5900 Punkte. Da kann man eigentlich schon fast von einem Gleichstand reden. Im Grunde genommen ist aber laut den rein objektiven Daten das Galaxy A5 auf der rechten Seite etwas schneller. Grundspezifikation bei beiden Geräten 5,2 Zoll Display, jeweils mit Full HD Auflösung, heißt 1920x1080 Pixel. Wir haben bei beiden Geräten eine Mali T830 Grafikeinheit, 3 GB RAM, hatte ich eben schon erwähnt. Allerdings haben wir einen etwas stärkeren Prozessor hier beim Kirin beim P8 Lite 2017 verbaut, was sich allerdings objektiv bei den Benchmarks kaum bemerkbar macht, sodass wir jetzt mal in den subjektiven Bereich gehen, wo ich diese App Facebook, Twitter, Instagram, Asphalt 8, Kamera, Play Store, YouTube und auch den Kalender nicht nur einmal öffne, sondern das Ganze in zwei Durchgängen durchlaufen lasse.
Wie ich im ersten Teil dieses Videos schon erwähnt habe, besteht der zweite Teil aus einem Performance-Check. Dazu starte ich am Anfang die Stoppuhr, rufe nacheinander 8 Apps auf, unter anderem Facebook, Twitter und Instagram. Ich starte das Spiel Asphalt 8 Airborne, rufe die Kameraoberfläche auf, starte den Play Store, wähle dann nochmal die YouTube-App aus und zu guter Letzt den Kalender. Und bevor ich das Ganze natürlich gemacht habe, wurde der Speicher bereinigt. Das heißt, keine App oder keine dieser Apps befand sich im Hintergrund, sodass jede App beim erstmaligen Aufrufen wirklich komplett neu gestartet werden muss. Und ihr seht das auch in dem Video, sogar bei beiden Geräten. Es dauert am Anfang doch etwas länger, bis die jeweilige App gestartet ist. Das sei es Facebook oder Twitter, manche starten etwas schneller, aber wo man es wirklich richtig deutlich sieht, ist natürlich Asphalt 8, weil das aufwendigste Spiel ist. Das Ganze lasse ich dann zweimal durchlaufen, sodass ich am Ende wirklich ein objektives Ergebnis bekomme, wie perform dieses jeweilige Gerät ist. Und ich habe auf der linken Seite beim Huawei P8 Lite 2017 einen Wert von um die 1 Minute und 8 Sekunden bekommen. Auf der rechten Seite beim Galaxy A5 2017 einen Wert von 1 Minute und 10 Sekunden. Damit liegen beide Geräte wirklich ziemlich dicht beieinander. Es kann natürlich mal sein, dass es da einige Millisekunden Unterschied gibt. Generell liegen sie zur High-End-Klasse, aber um die 20 Sekunden höher. Das Huawei Mate 9 erreicht ungefähr einen Wert von 48 Sekunden. Und damit bin ich auch schon am Ende dieses Videos und bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei den zukünftigen Videos mit einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao!